Douala. Jeremy, Mann von Chelsea, im Eckball. Der Stand der Dinge, erneut der Eckball von Jeremy. Olembe, und da ist Jeremy, Ball aus Sicht, der Gastgeber besorgt. 35 Minuten vorbei, Kamerun, seine Mannschaft, das Team von Arthur Georges, führt mit 1:0. Ja, der Torwart macht ein, zwei Schritte nach rechts und hat dann keine Chance mehr, diesen platzierten Schuss zu. Gut aussah der große Schreck für die Gastgeber dann kurz vor der Pause, der Ausgleich, der überraschende Ausgleich durch Haitham Tambal vom sudanesischen Meister Al Hilal. Die Vorlage hatte sein Vereinskollege Mugahit geliefert. Also 1:1 zur Pause, zur zweiten Halbzeit sind wir recht befasst. Das Häuflein der 10 Aufrechten aus dem Sudanleid. Noch einmal die Entstehung, da wird er alleine gelassen und schon ist er drin. Webo macht das Tor, das ganz, 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 ganz wichtige Tor für Kamerun. Die Steine, die diesen Zuschauern da vom Herzen plumpsen, die kann man fast bis nach Deutschland hören. Da darf man auch schon mal dem da oben danken. Also 2:1 für Kamerun. Klar waren sie die technisch bessere Mannschaft, klar haben sie mehr Chancen gehabt, aber rechnen konnte man damit eigentlich schon fast nicht mehr. Freudenfeuer auf den Tribünen. Klasse vorbereitet von Olembe.